Anton Rohrmoser, der Geschäftsführer der Winnetou-Spiele Wagram. Neuer Ort, neues Glück, neue Produktion. Kann man das so formulieren? Wir haben ein neues Areal gefunden und bauen damit voller Kraft auf. Wir haben eine komplett fertige Produktion, die wir im Sommer 2017 hier auf der Arena Wagram umsetzen. Max Skopik, einer der Männer hinter Winnetou. Deswegen aber kein Schattenmann, oder? Nein. Wie ist es gelungen, unter doch schwierigen Umständen, die Produktion für 2017 wieder zu sichern? Ja, es war sehr aufregend. Drei Gründe hat es zur Auswahl gegeben. Wagram war doch an das wirklich, ich sage jetzt einmal, was dann sofort gefruchtet hat. Und der Bürgermeister, der Wolfgang Benedikt, ist sehr dahinter und hat mir da sehr viel Unterstützung zugesagt und auch gemacht und ist dann schön vonstatten gegangen, sodass wir den unbefristeten Pachtvertrag dann unterzeichnen haben können. Jetzt frage ich dich nur eine letzte Frage. Wie sehen deine 24 Stunden pro Tag bis zum Beginn der aktuellen Produktion aus? Circa mit 4-5 Stunden Schlaf und sonst nur für das. Dann alles Gute für die 19 Stunden pro Tag im Dienste Winnetous. Danke, Max. Danke. Oliver Reutinger, ein Teil des Dream Teams auf der Winnetou-Bühne, zuletzt in Gföhl und jetzt am Wagram. Viele behaupten, die Winnetou-Spiele jetzt am Wagram verfügen über das beste Haupthelden-Trio, das es im Moment im deutschen Sprachraum gibt. Wie stehst du zu solchen Komplimenten? Freut mich, wenn ich sowas höre und hoffe, dem gerecht zu werden, auch heuer wieder. Jetzt dann die Frage, letztes Jahr war es ja ein bisschen weniger Action im Vergleich zum Vorjahr von Winnetou 1 auf Winnetou 2. Wird man dich heuer wieder wirklich mit der Schmetterhand in Aktion sehen? Heuer ist es wieder mehr, ja. Und vor allem ist es heuer auch wieder, im Gegensatz zu Winnetou 2, ist es heuer auch wieder so, dass wirklich das Trio die ganze Zeit gemeinsam reitet sozusagen und alle Aufgaben gemeinsam löst. Und mehr wollen wir jetzt im Moment noch gar nicht verraten, weil die Leute sollen sich ja ankommen. Ja, Peter Ambros, einer der wandlungsfähigsten im Team. Er hat, glaube ich, schon alles gespielt, was es gibt. Den Bösewicht vor zwei Jahren mit dem Rettler, letztes Jahr den leicht komödiantischen französischen Sergeant mit perfektem französischen Akzent. Dankeschön. Was wird's heuer, Peter? Heuer komme ich wieder zurück zu meinen Wurzeln. Heuer spiele ich den Tobias Preisgott Burton. Das ist der Bösewicht. Ja. Habe schon ewig immer die bösen Rollen gespielt, dort fühle ich mich auch sehr wohl. Ja. Und heuer habe ich die Chance, eben mal den Hauptbösewicht zu spielen und mich da ein bisschen auszuleben. Und du wirst natürlich auch wieder deine Kenntnisse in der Kampfchoreografie gemeinsam mit dem Marco Valenta einbringen. Ja, genau. Wahrscheinlich auch gegen ihn kämpfen. Das wird man sehen, das kommt alles aufs Buch drauf an und auf die Regie drauf an. Ja, wie gesagt, der Marco und ich kennen uns sehr lange, sind privat auch sehr, sehr gut befreundet. Ja, also ich glaube, da werden wir vielleicht schon das eine oder andere Actionstück auf die Bühne zaubern. Lukas Millauer, wir haben dich bis jetzt in den letzten Jahren sehr actionreich erlebt. Ja, das stimmt. Ich habe letztes Jahr als Bösewicht beim Kuckucksclan noch ein bisschen härter war sie als Blitzmesser. Ja, als Blitzmesser, das war, wie ich eben vom Tango sozusagen ein, mehr oder weniger ein Untertane war, ein Rebelle, der eher mehr sich beweisen wollte und im Endeffekt sich rächen wollte an Old Shatterhand, weil er der Grund dafür war, warum ich entehrt worden bin und von meinem Stamm abgestoßen worden bin. Bist du heuer wieder actionreich unterwegs? Heuer bin ich wieder actionreich unterwegs, aber diesmal nicht als böse Rolle, sondern diesmal spiele ich eine gute Rolle. Clemens, du bist sicherlich der jüngste Hauptdarsteller, eigentlich schon ein paar Jahren, bei den Winnetou-Spielen. Ja. Was war denn die bis jetzt spannendste Rolle? Da habe ich den Happy gespielt und da habe ich halt ziemlich das gleiche gespielt wie dieses Jahr jetzt.
Rainer Vogel, einer der lustigsten Sam Hawkinse, den es überhaupt gibt. Hoffe ich. Das ist aber nur so nebenbei. In den letzten zwei Produktionen, Winnetou 1 und 2, galt er relativ oft für das Trio Winnie, Shetty und Sam. Getrennt losschlagen, vereint marschieren oder umgekehrt? Wie schaut es heuer aus? Eher umgekehrt. Die letzten paar Jahre war es so, getrennt marschieren, vereint losschlagen. Ja. Und dieses Mal wird es beides sein. Vereint marschieren und auch vereint losschlagen. Freue mich sehr. Ist ein super tolles Stück. Ja. Und der Humor kommt dadurch natürlich auch nicht zu kurz. Auf keinen Fall. Ich bin mir sicher, dass der Rochus einen Scherz nach dem anderen reinschreibt, der natürlich auch gewissen Gehalt hat, aber ich bin mir sicher, der Humor wird da sein. Es ist dahingehend neu und ein großes Abenteuer, weil es nicht in gewohnter Umgebung stattfinden wird. Aber gerade das birgt in sich neue Herausforderungen, auf die ich mich total freue. Also ich bin mir sicher, es wird eine tolle Geschichte werden. Erich Schmidt, im letzten Jahr ein grandioser Bösewicht auf der Bühne. Heuer hoffentlich auch wieder, aber das ist nicht das Thema des Gesprächs, sondern das Thema ist Erich auch einer der Männer im Hintergrund, die maßgeblich am Fortbestand der Winnetou-Spiele beteiligt waren. Was war da deine Aufgabe? Also meine Aufgabe ist an und für sich mit der Obmann des Vereins, Freunde der Winnetou-Spiele Wagram. Die Aufgabe des Vereins ist es, zu helfen beim Kulissenbau, beim Backstagebau, beim Bühnenbau, bei der Pferdeunterbringung, in der Gastro wird wahrscheinlich eine große Rolle sein, auch nicht des Vereins, sondern bei mir persönlich jetzt, dass man das Ganze schön verpackt. Also Erich, dann stelle ich mal fest, du bist das kurz gelockteste Mädchen für alles, das ich bei den Winnetou-Spielen kennengelernt habe. Okay, der war gut. Dafür, dass du hier so eine wichtige Aufgabe übernommen hast. Okay, super, danke. Ja, Leonie Reiß seit einem Jahr im Team der Winnetou-Spiele und ein absoluter Gewinn. Spezialisiert auf junge, hübsche Häuptlingstöchter. Wie schaut es da heuer aus? Ja, wie es der Zufall so will, spiele ich heute heuer wieder eine Häuptlingstochter, nämlich die Schwester von Shiba Big. Wirst du auch ein bisschen in Action sein? Das hoffe ich sehr, ja. Ich habe es vor. Ich weiß, dass ich wieder reiten darf. Das freut mich natürlich sehr. Oliver Kastl, in den letzten zwei Spielsaisonen der Winnetou-Spiele warst du fraglos der am schönsten sterbende Darsteller. Glaubst du, lässt man dir heuer die Gelegenheit, wieder effektvoll zu sterben? Oder ist das noch ein bisschen ein Geheimnis? Nee, ich glaube, dass es tatsächlich noch ein bisschen ein Geheimnis ist. Aber also schauen wir mal, was sich bei den Proben entwickelt. Weil da entwickeln sich oft ein paar wunderbare Dinge. Und ob ich dann wirklich überlebe oder vielleicht nicht doch im letzten Moment doch noch stirb. Also schauen wir mal. Dann würde ich mal sagen, lassen wir die Zuseher noch in neugieriger Erwartung, ob sie den Oliver Kastl auf der Winnetou-Bühne Wagram lebend oder sterbend das Ende des Stückes erleben lassen. Rochus Millauer, das wievielte Winnetou-Buch und die wievielte Winnetou-Regie ist es bei dir eigentlich heuer? Puh, 11 Inszenierungen und dann Toni. Dazu kommen die 4, 15 Inszenierungen, 15 Bücher und davor noch selber 3 Jahre als Schauspieler unter der Leitung von Jean-Jacques Pascal auf der Bühne. Was würdest du so ein bisschen als Appetitanreger für die Zuseher jetzt schon herauslassen, was erwartet die Leute bei Winnetou und der Geier? Generell einmal, wenn die Leute auch mitbekommen haben, dass wir einen Location-Wechsel haben und eine neue Spielstätte, ist für alle eine Herausforderung. Das Stück selber und der Geier ist natürlich ein bewusst dramatisch gesetztes Stück mit guten Komikern drinnen. Also wieder dieser Cocktail für den Zuschauer und bin froh, dass ich mit diesem Stück da starten kann. Ich meine, unter Geiern ist wirklich einmal ein Knaller, wo ein Kinderhauptdarsteller drin ist, wo ich dramatische Geschichten habe von einem Waisenbuben und so weiter. Also das ist natürlich mit Happy End, klar.
und das passt genau jetzt in die neue Arena-Wahlkampf hinein. Das heißt, Familienfreundlichkeit wie immer garantiert bei Rotus Wiener aus Büchern. Wichtig ist, die Leute werden kommen und werden sich untergeiern auf der Winnetou-Bühne Wagram anschauen. Na, wir haben ja noch einen Plan B, dass wir von der Autobahn eine Umleitungsschüttel hin machen. Dort bitte parken, es gibt gratis Bier nach der Vorstellung. Und das haben wir sicher sehr wohl. Also das haben wir hoffentlich nicht nötig. Ich denke mal, das Stück selber birgt Qualität genug. Danke, Rochus.